Ja, und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, im Arsch. Ich werde mal den letzten Rest gleich pressen. Da sind wir durch, ne? Und dann geht's nachher, ja, die Ausfahrt ist fertig. So, jetzt können wir rein theoretisch die Geschwindigkeit mal erhöhen. Ja, ist ja deaktiviert, was ich weiß. In der Hoffnung, dass es nicht so schnell ist. Dass wir nicht im Dunkeln spielen müssen, ne? Also ich persönlich mag überhaupt nicht im Dunkeln spielen. Nur wenn das technisch gesehen und nicht mal anders gehen würde, man vergessen hätte, was gemacht werden muss, damit man nicht zu viele Verluste macht, ne? Weiß ich, Schweinefütter oder so, das ist ganz wichtig. Wenn Tiere dürfen ja nicht verhungern. Mit dem Tiermord kann es passieren. Ich meine, die Tiere sind nicht tot da, sondern einfach weg. Aber ist halt mal so, ne? Aber leider werden männliche Tiere im Schlachthof nicht angenommen. Weiblichen schon, aber wie gesagt, die männlichen Tiere werden nicht angenommen. Stand jetzt müssen wir die verkauft werden, ne? Also mein Händler, ne? Ist eigentlich schade, aber ist halt so, ne? Ich glaube, ich hatte mal einen Kommentar geschrieben bei ihm, aber das war wahrscheinlich nicht angezeigt. Mit einem Link und so, das wird wahrscheinlich nicht weitergegeben, ne? Das kann sein, dass es blockiert wird. Weiß es nicht so genau. Daher, weil das ist ja kein Mod, der jetzt irgendwo auf der Mod-Schlau-Seite sein würde. Der ist ja im Mod-Hub. Das ist ja der Grunde, der beste Ort für runterladen, ne? Also für die, die unsicher sind. Man, er macht ja auch so eine Seite, wo er auch Geld verdienen möchte. Das kann ich verstehen. Ist auch verständlich. Im Grunde eine Karte wird ja auch nie fertig, ne? Also er macht im Prinzip mit schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Denn wenn er die Karte praktisch als fertig abgeben würde, ja, dann wäre das, ja, dann wird es ja lange dauern, ne? Als Einzelkämpfer. Dass ich seine Zeit auch vergüten lassen möchte, da habe ich im Grunde Verständnis für, ne? Das ist ja in Ordnung. Gönne ich auch jeden, also wer sich die Arbeit macht, soll auch was verdienen, ne? Wie gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Schlagen, ne? Das ist ja nicht negativ, das ist ja im Grunde positiv. Ich arbeite ja auch 8 Stunden am Tag und dann möchte ich auch Geld für bekommen, ne? Obwohl ich ja jetzt YouTube ja kein Geld bekomme. Wenn das mal der Fall sein würde, weiß ich in 2 Jahren oder so, keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wie die Entwicklung kommt, geht. Welche Anforderungen bis daran noch kommen, kann das sein, dass es höher wird. Und also ich würde jetzt nicht spielen, um Geld zu verdienen, ne? Das ist jetzt also nur Spiele, die mir jetzt persönlich interessieren. Also die ich nicht spielen möchte, die werde ich auch nicht veröffentlichen. Also das ist ja Quatsch, ne? Das soll ja in erster Linie Spaß machen. Muss man nur schauen. Das war mir die größere Hürde mit der blöden Steuererklärung her. Weil das in 2 Jahren machen wir sich Gedanken, ne? Und dann ist mir eine entscheidende Frage. Für was wird sich das lohnen, ne? Anführungszeichen, ne? Also für, ja, wenn es nur einige Cent wäre, ne? Sag ich mir auch. Ach, man muss nicht antun, ne? Man weiß es aber nicht, man kann sich nur spekulieren, ne? Ich hatte ja mal gestern mit Nielsen oder so, ja,
Mein Name kam nicht ein. Der hat mir erklärt, wie man auf Twitch funktioniert. Das ist ganz schön viel. Und den Einnahmen 50%. Also die praktisch die Werbung und so, ne? Jetzt kann ich auch verstehen, wie so viele bei Twitch unterwegs sind, ne? Es gibt ja eine neue Plattform, die nennt sich Kick. Aber Livestream. Wie bei Twitch. Twitch ist ja auch keine Folge. Und als Livestream. Livestream ist ja ein bisschen. Oh, ich würde nicht sagen Stress, aber das. Livestream ist Livestream halt, ne? Irgendwann lässt man mal darüber nachdenken. Wenn das zeitgleich gehen würde, theoretisch. Es geht schon, aber Netzgeschwindigkeit ist dann das große Manko, ne? Weil das ja immer so instabil ist. Tageszeitabhängig, kann man sagen. Und da ist die große Hürde dabei. Wenn das, wenn die Qualität nicht passt, dann braucht man nicht probieren. Also keiner schaut sich rein, wenn es stark necken würde oder so, ne? Also Zögerung geben würde oder so. Also ich persönlich würde da nicht so gerne reinschauen. Wenn ich den Kanal gar nicht kennen würde, ne? So, da haben wir alles gepresst, ne? Oder ich meine, ist auch gepresst. Und schützenfest. So, mal gucken, weil wir einen Ball noch vorkriegen, irgendwie. Ja, am Rand war noch was, ne? Ja, einen Ball noch vorkriegen. Oh, wir schmutzig waren am Tag da. War nur Heu. Trocken und staubig. Heute scheint mir nochmal die Sonne langer Zeit. Wahnsinn. Bin ich ein bisschen mehr. Aber nicht so viel. Muss mehr haben. So, 80%. Junge, ich brauche ein bisschen mehr. Ach, hier nehmen wir auch nicht auf, paar doch. Ich habe ja zu Hause ein paar andere Spiele gespielt, die ich so, ja, nicht schaffe. Und ohne Lenker und so, ne? Beim Lenkrad ohne LS. Geht ja gar nicht, ne? Ich fürchte, dass wir normal fahren müssen, ne? Vielleicht reicht es auch zum Hof, ne? Da sind noch ein paar Häufchen und die mal mitnehmen. Er macht ja gerade so ein Multiplayer-Projekt. Aber ich habe auch keine Zeit. Ja, wenn jetzt einer gefragt hätte. Aber bewerben tut man nicht. Er macht ja meistens das im, ja, ich glaube einen Tag Livestream und das wäre am Donnerstag, glaube ich. Oder einen anderen Tag und ich habe ja später Schicht, Spätschicht. Gut, wir haben den Ball raus, ne? Fertig. Was ist denn raus, den Burschen?
So. So fahren keine Fahrzeuge mehr raus. Dann schicke ich den mal zum Hof. Den Kurs können wir löschen. Süße. Wird schon schummrig hier. Dann kriegen wir heute noch den neuen Tag erlebt. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist jetzt Heu wegbringen, Mission abschließen und dann den Rest überschlafen. Das soll später mal zusammengelegt werden, also naja, warten genau weiß ich auch nicht, aber irgendwann mal. Die 40 an sich macht ja so keinen Sinn, ne? So, 3 Stück, 4. Oh, da müssen wir tricksen, wegen einfach nicht wieder her. Das mache ich damit nicht. Das war... Genau, wegen ein. Den hauen nämlich so rein. Dann müssen wir tricksen. Also kriegst du den Ball nicht gehoben, ne? Kann sich ja jeder denken. Oh. Müssen wir den Arm lang machen. Die nötige Höhe hinzukriegen, ne? Genau. Dann müssen wir absichern die Sache. Spanngurte. Und Licht anmachen, ne? So, ganz schön viel. So, hoffen wir, dass es gleich klappt, dass wir alle 3 Missionen einen Schlag ablesen können, ne? Vielleicht werde ich ein bisschen ja stückchenweise reinfahren und einen Trigger, ne? Abladen, ne? Dann geht das wahrscheinlich. Stroh, ne? Ah, Stroh, schön nass. Ja, Rapsernte wird ja auch, naja, im Juni nicht. Juni nicht, dann August oder September. Juni, denke ich mal, Luzerne und Roggen. Roggen als Körner, ne? Ja, Kameter geht auch den Hexe gut zur Neige. Folgezeit. Schon Freitag übrigens, ne? Schon wieder soweit. 17 Uhr, Mann. Ja, die Sonne geht unter. Tankstelle. Hier ist das Wetter noch in Ordnung. Ja, Bauern ist immer... Das Bauernleben ist hart, ist aber so, ne? Ich meine, früher hatten sie alle im Prinzip auch noch Tiere nebenbei. Aber das ist ja mittlerweile so teuer geworden. Mit ihren Vorschriften dafür. Ich meine, für Tiere ist das meistens gut, ne? Mit sehen wir meinen Dingern, aber wie gesagt, das Problem. Oh, das Problem ist ja Leitplanke, dass hat sich die Nachbarländer darüber nicht kümmern, ne? Ja, Wettbewerbsverzehren, ne? Also Verzehrung dabei.
geht ja schon bei Küken los, ne? Die männlichen Tiere kannst du mal nicht gebrauchen, das ist halt so. So, angekommen. Entweder hast du dafür eine Verwendung für ein Zoo als Futter. Für Schlangen, aber das wird ja in den meisten Fällen ja auch nicht lebendig gegeben, sondern auch eher tot, ne? Feld 40 ist fertig. Feld 9 sieht auch ganz gut aus. Aber für Feld 18 sieht es traurig aus. Mir bleibt nichts übrig. Ja, kriegen wir nicht fertig. 18 nicht fertig. Das ist so. Das ist. Ja, alles voll weg. Da gibt nichts zu meckeln. Ne? Ist halt so. Alles befürchtet. Das können wir mal abbrechen. Das geht trotzdem. Also. Und Regen. Das. Krieg kein Heim zusammen, ne? Auf 40 war ja alles weg. Und auf der Zetten hier ein. Der 9 auch und auf der 18 war ja auch nichts mehr. Also insgesamt zu wenig. Das ist mal so. Wahrscheinlich steht wieder alles da, wir werden jetzt nicht mehr anfangen vorne. So viel kann man da gar nicht verdienen normalerweise. Die Fläche werde ich aber nutzen, zukaufen für die Produktion, Tischlerei wahrscheinlich. Aber ob dich beim Dings ist, ne? Beim Sägewerk, ne? Anderen Fahrzeug nicht gesehen, ne? So. Ja, rein in die Hütte. So. Schlafen bis 20 Uhr. 8 Uhr. 20 Uhr übertrieben. So. Gut. Guten Morgen. Neuer Tag. So, Kontrolle. Als erstes Kontrolle. Die 53. Ist das gewachsen? Könnte sein. Jo. Es war so, wie ich gedacht habe. Deswegen habe ich Aussaat noch durchgezogen. Das ist schon mal ganz klappt geklappt. Die 13 ist nicht reif. Die 71. Jo! Das sieht gut aus. Alles perfekt. 37%. 100. Was? Also nicht, würde ich sagen, 130%. Das gibt was. Ho. Da können wir auch fleißig arbeiten. Wieder voll. Gab's Nachwuchs. So, wir müssen mal die Zeit hier runterdrehen, ne? Also uns wollen die Erden, ne? So, und nächstes. Luzerne, da werden wir nicht so viel kriegen. Liegt aber daran, dass wir die Fruchtfolge haben, nur 90% und Stickstoff und Kalk ist eigentlich perfekt. Das sind so vier haben wir drin. Gewalt ist nicht, das glaube ich 5%. Aber so im großen Ganzen, das rennt ja nicht weg. Und hier wollte ich Dings machen. Genau, das müsste ich jetzt.
Ich weiß nicht, ob der Arne Mod mit ihm drauf hab. Mähtechnik und ich meine, ne? Wenn das drauf sein sollte. Nee. Na, finde ich jetzt nicht. Das ist so ein Fahrzeug, man auch schwarz mähen kann. Ist aber im Grunde in dem Fall ist es so egal, weil ich das Prinzip nicht riskieren werde, jetzt eine andere Sorte rauszubekommen, ne? Das wäre dann blöd, ne? Vielleicht der Excel hin. Verkauft? Ach, da oben ist der, glaube ich. Dann müsst ihr aber erstmal den anderen Fahrzeug ranholen, ne? Den fahren wir weg. Der muss ja mal gewaschen werden normalerweise. Da hören wir hier mal zu. Vielleicht kommt der raus und hoch nach. Bin ich. So. Ich wollte gucken bei den Tieren. Das ist immer ganz gefährlich. So, Schweine. Wir haben Sau weiblich. Die können wir ja. Das ist jetzt Alter 7. Mal 9 wird verkauft. Blau, das sind die 16 Muttertiere. Dann haben schon Ferkel bekommen, ne? Oh, Ferkel. Oh, die ganz klein. Klar, wir haben neu Nachwuchs. Und nicht wenig. Ich kann die Menschen nicht gebrauchen. Läufer weiblich. Männlich. Eber. Das sind. Wenn 16 sind, sind Muttertiere. Also die 8, das sind auch Muttertiere. Ich habe ein bisschen aufgeteilt. Das sind einmal verkaufen. Die müssen, da muss aber 9 stehen. Dann geht das. Die Mutter noch so jung. 7 Stahl. Und die Hühner. Küken. Wir haben 1000. Wow. 1600 Stück. Was sagen die Kühe? Milch. Alles im grünen Bereich. Für heute. So. Den anderen Traktor da hinten. Habe ich noch nicht geschafft. Weil der ist nämlich genau programmiert für Abfahren, ne? Mit dem Silo. Und der läuft noch hier, ne? Willst du mich ruinieren? Bei den Dieselpreisen. Also, ich habe ja nun getankt, ne? In Deutschland. Ich weiß ja auch nicht, ne? Dann habe ich im Norden, bei mir zu Hause, bei 1,94 super getankt. E5. Dann habe ich in Thüringen, Hermsdorfer Kreuz, kurz davor, die Eisenstadt. Also praktisch. Boah, der ist ja festgegangen. Also Eisenstadt. Und das ist eine. Entschuldigung. Eine Abfahrt ungefähr. 5 Kilometer vor Hermsdorf. Große Autobahnkreuz in Thüringen.
Früher war die Tank schon mal billig, die ist mittlerweile auch teuer geworden. Ist ja eine andere Marke jetzt. Wer war es da jetzt? Und jetzt glaube ich Shell. Ja, ist auch teuer. Also, ja, dabei her bei Eisenstadt, glaube ich, heißt das Eisenstadt oder? Also ähnlich jedenfalls. Jedenfalls kurz davor, Richtung Süden. Hat die Karte jetzt ein Problem? Neuerdings. Ich hatte ja neulich mal gesagt, das eine Fahrzeug spinnt auch als Mod, wo ich dachte, der hat Schuld. Jetzt haben wir hier das gleiche Problem. Mal beobachten die Sache. Das ist immer diese. Könnte sein, dass schon in den Karten ansetzen, diese. An sich ist ja nicht zu sehen. Ne? Da hier auch. Da haben wir auch Probleme. Brücke. Kannst du gar nicht merken. Oh, und sie ladet alle. Oder Roboter. Muss ich Produktionsstelle nicht ganz auch mal anscheinend. Ich meine, der hat zu tun mit seinem vollen Gärreste fast, ne? Ja, gerade noch 50 Gramm haben wir hin, ne? Hier hatte ich überlegt, gerade das Haus wegzumachen und mir meine Hütte dahin zu bauen, ne? Ich habe noch kein Geld dafür, also keine Gefahr, da kein Platz. Ich müsste hier so super düngen, ne? Kann man hier abstellen. Also auch blöd, ne? Wenn ich suche, weiß ich nicht, wo ist. Wenn wir erstmal alles. Erstmal ein Dings fahren ins Sido und dann eher ins Ballen pressen. So, ein Chrom, ne? So, das ist verkehrt rum, das ist andersrum. So, wie vor. Ein großes Geschütz entstanden. So, mal gucken. Das richtig abhängen, ne? So, Reparatur und Volltanken, ne? Am besten mit Hänger. Muss ich mal 18 löschen. Ja, Silageballen dann nachher zum Schluss, ne? Also, oder gleich. Ich glaube, Silage müsste ja auch reinpassen, ne? Gas-Silage, die war raus. Und so weit. Ja, können wir auch reparieren, Hänger, ne? Aber der Hänger ist nicht so tragisch, der Traktor und der Fett muss voll sein. Der Traktor auch nicht, das ist nicht so tragisch.
Aber wir werden es überleben finanziell. So. Na, nicht verkaufen. Ganz gefährlich. Klick, klick und schon hast du verkauft. Ja. Das wäre 53, ne? Ne, das war schon richtig, 55. Und Spur 1. Da müsste ich aber auch die erste Runde und das mitfahren, ne? Das macht ja meistens Schwierigkeiten. Oh, sorry, aber das soll es auch schon voll gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Sag ich mal tschüss, ciao. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.